Ja, da sind wir auch schon wieder. Was wollte ich? Achso. Ja. Nee, hast du noch Hide einstecken? Einstecken nicht, aber da müssten noch welche in der Kiste liegen. Ja, ich weiß. Ich hatte doch so viel Hide gesammelt, wo sind das alles hin? Also ich hab's nicht verbraucht, glaube ich. Nee, elf ich nur nicht. Noch? Hä? Oder? Warte mal, brauchen die Kisten Hide? Nö. Nee, ich hab's nicht verbraucht. Das Einzige, wo ich Hide verbraucht habe, waren halt die Handschuhe. Aber das war halt ja auch nicht viel. Habe ich dir eine falsche Kiste gepackt? Kann natürlich in der mittleren sein. Müssten die drinne sein. Ja, aber dass ich die vielleicht irgendwie rausgepackt habe. Hä? Okay. Das ist ja nicht so schön. Weil wir brauchen noch 29 mal Hide, dass ich endlich mal das olle Bett bauen kann. Ach, du ahnst es nicht. Ja. Hä? Ich hab doch 5 Narco-Berries? Wieso? Oh, 0. Was soll das denn? Nee, die musst du reinpacken in den Mortar. Ach so. Alles klar. Access Inventory. Das bringt ja auch übrigens Levelpunkte, wenn du da mit dem Mortar-Zeug hinstellst. Ja, das habe ich ja gerade vor. Deswegen mache ich's. Weil, wie gesagt, im Moment brauchen wir das Zeug ja eh noch nicht, aber... Ja, packe ich erstmal bei Nahrung mit rein, auch wenn es da ja eigentlich nicht reingehört, aber... Naja. Doch, können wir da reinpacken. Jo, sonst muss ich gleich noch eine Kiste bauen, aber... Wieder nachgewachsen, der Scheiß. Was brauche ich dafür? Flint, 2 Stone. Ah ja, sehr schön. Hä? Flint? Ach so, noch 3 Flints. Na. Wo sind sie denn, die Flints? Da. 1, 2, 3. Sehr schön. Und hinab ins Pestel-Gebumsel. Ja, das Spark Powder. Packe ich da mal mit rein. Wobei, nee, warte mal. Eigentlich kann ich die Sachen auch im Mortar liegen lassen. Da ist ja genug Inventarplatz drin. Genau. Ist ja noch viel besser. Oh, Level 16 Dilo, oh. Den mache ich mir klar. Ja, du bist da mal fröhlich am Kämpfen. Ich glaube, das sollte ich auch mal tun. Ich habe nur echt Schiss. Weil ich habe keine Ahnung, wen ich angreifen kann und wen nicht. Und dabei stellt sich die Frage, bist du gerade hier irgendwo in der Nähe? Nee, ne? Puh, also ein Level 16 kriege ich gerade so kaputt. Oder auch nicht. Ich wollte nämlich nochmal eben einmal gleich mit der Faust auf dich draufschlagen oder du auf mich, ist mir egal. Um mal eben zu gucken, ob wir jetzt noch Friendly Fire quasi anhaben oder nicht. Weißt du, wegen der Tribe-Geschichte. Achso, ja. Toll, wo bin ich gestorben? Mhm. Keine Ahnung. Stimmt ja irgendwann. Alter, jetzt ist das Feuer schon wieder aus? Alter Schwede, ey, das Holz verbrennt aber schnell. Tut es. Nun gut. Achso, kann ich ja mit Shift mehr machen. So, da brennt es wieder. Was ist denn das? Achso. Okay. Hier muss ja irgendwo meine Leiche liegen, glaube ich. Das ist finster wie ein Bärenarsch, ja. Ist es. Und deswegen ist es auch völlig wahnsinnig, dass ich jetzt bei Nacht loslatsch.
Aber was soll's, ne? Was willst du denn machen? Mal irgendeinen Dino killen. Ja, dann geht's dir gleich so wie mir wahrscheinlich. Nee. Ich bin unbesiegbar. Ja, genau. Das habe ich auch gedacht. Ja, aber bei mir stimmt's. Hm. Apropos, wird auf der Map eigentlich jetzt unsere Basis angezeigt? Nee. Nee, nee. Wäre ja auch zu das, schön gewesen. Wenn du stirbst und wir haben ein Bett aufgebaut, dann siehst du das Bett. Das kannst du dann auswählen als Spawnpunkt. Was brauchst du dafür? Heiz, ne? Also müssen wir Dinos killen. Ja, wir brauchen unbedingt Haut. Und die kriegt man mehr, wenn man mit Axt draufhaut, oder wie war das? Ja, ich glaube, ich bin mir aber auch nicht sicher im Moment, also... Okay. Da hinten steht ein echt großer Typ rum. Oh, was liegt hier? Eine Leiche? Ja, das wird dann wohl ich sein. Ja, da liegt dein Körper auch. Da bist du. Schön, dass du eine Fackel machst, weil ja, ne? Bin ich da. Achso, ich wollte ja noch ins Maul hauen. Warte mal kurz, ich bin gerade im Inventar, also ich meine Dingens nicht. Ach nee, ich lasse mal die Fackel an, dann ist es beiden viel wärmer. Ist übrigens schön, wie du da stehst, ey. Betest du gerade oder was? So, darf ich oder willst du mir? Aua! Gut, so viel dazu. Nee, ja, ich weiß nicht, ich habe Blut gekriegt, aber da stand nichts, dass ich Verletzungen gekriegt hätte und ich habe auch nichts verloren, also nicht sichtbar. Mal. Hau nochmal. Nochmal? Ja, doch. Nee, ist noch immer an. Okay. Schade eigentlich. Weil da muss man nämlich echt aufpassen beim Kämpfen. Okay, ich habe jetzt 5-mal Hide gekriegt und ein paar Mal Fleisch mit der Axt. Naja, aber 5-mal Hide ist schon mal nicht so schlecht, oder? Ja, ja. Jo, was ist denn da auf der Insel los, wenn ich mal ganz doof fragen darf, kurz? Ah, okay, da kommt so ein Tank runter, siehst du ja von oben. Ja. Und den, wenn du ein bestimmtes Level hast, kannst du den öffnen und da sind dann Blueprints drinne. Oder Rüstung, Waffen und sowas. Okay, nice. Ich werde da mal rüberschwimmen, vielleicht kann ich das Ding ja öffnen. Tu mal. Oh, Level 28, das lasse ich mal lieber. Wie ist denn das? Also ist die Kraft jetzt nur über die Level? Also ist das... Hier ist jetzt so ein Carbone, keine Ahnung was, Mist. Also haben die auch verschiedene Angriffsarten oder... Wenn ich einen Level 12er Down kriege, kriege ich normalerweise alle Level 12er Down, so nach dem Motto. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also so eine Schildkröte brauchst du nicht angreifen mit den Waffen, weil wir... Die haben echt einen harten Panzer. Das wollte ich wissen. Also ist es ein Unterschied, welchen? Und wenn dann noch Schildkröten in der Nähe sind... Die greifen dich dann auch gleich mit an. Oh, nett. Mistviecher. Dann spare ich mir das. Besser ist. Okay, ich guck mal, was das hier für ein Level ist. Ah, da vorne ist ein Diplo. Zwei Diplos. Lassen wir das. Block den... Oh, Level 25 brauche ich dafür, um den zu öffnen. Naja, dann später, wa? Ja. Bei den Diplo-Doku-Dingern auch mit mehreren, dass die dann die anderen ankommen, oder ist das nur... Ja. Okay, habe ich mir nämlich schon gedacht. Ich meine, die Viecher, die kennt man ja von Jurassic Park. Ja. So... Wo bist du denn? Ich habe keine Ahnung. Hast du eine Fackel an? Warte mal, ich kann die anmachen. Jetzt. Ah ne, ich bin genau hinter, also von dem Strahl aus gesehen bin ich genau hinter dem Felsen. Kannst du mich gerade nicht sehen. Und ich suche nach einzelnen Opfern. Oh, und da ist ein großer. So ein Brachiosaurus, wie die heißen. Ja, brauchst du nicht angreifen. Nee, will ich auch nicht, aber das sieht cool aus. Oh nee, hier ist wieder der 6 Level 96 Dilo. Ich nehme mal die Beine in die Hand. Ja, besser ist das. Wo soll ich deine Leiche denn abholen?
Nee, nee, ich renn weg. Ja, und nochmal die Frage, wo soll ich deine Leiche denn abholen? Irgendwo am Strand. Okay, und was ist das? Da ist... Das, jetzt weiß ich, warum deine Flosse aus dem Wasser guckt. Da ist was Einzelnes, Kleines. Wenn ich jetzt ein Diplo angreife, dann interessiert die Schildkröten das aber nicht, ja? Nee. Okay, dann probiere ich das mal. Da hinten ist noch irgendwie ein Viech. Scheiße, Dinosaurier ist schon wieder gekommen. Hen, 108? Ja. Hallo? Wie 108? Ach, ist das blöde. Weißt du denn wenigstens, wo du ungefähr gestorben bist? Ja, ja, das krieg ich schon hin, aber okay. Meine Fresse, 108, ey, hallo? Das Coole ist, ich bin sogar an, glaube ich, irgendwo da in der Nähe gespawnt. Ja, ja. Ja, wenigstens wird's wieder hell. 108, ey, da kann man das irgendwie auf die Entfernung schon erkennen, wie, welchen Level die haben? Nicht so wirklich. Ah, super. Aber ich glaube, ich habe den Server noch so eingestellt, dass der schwer ist, auf schwer, weißt du? Naja. Ja gut, das stört mich auch nicht, ist ja in Ordnung. Nur, ja, wäre halt cool, wenn man das aus der Entfernung schon sehen könnte. But that's not the case. Bleiben die Dinos denn verletzt? Ich glaube schon, ja. Ah, cool. Wenigstens etwas. So, hier ist wieder der große Brontosaurier. Brontosaurus, Brontosaurier. Naja, das Viech. Diese Typen mit den drei Hörnern am Kopf sind eigentlich auch Pflanzenfresser. Also in Wirklichkeit jedenfalls. Mit den drei Hörnern am Kopf? Ich ja, die nicht. Triceratopse, wie sie eigentlich heißen. Ich glaube schon, dass das Pflanzenfresser sind, ja. Okay, so, Leiche wieder gefunden. Schön. Ach so, anziehen muss ich mich ja auch wieder. Ist ja, das habe ich auch total vergessen. Aber ne, meine Kleidung ist Schrott. Oh, meine geht noch. Ich habe noch gar keine Schuhe gemacht, oder? Nee. Warte mal. Habe ich die übersehen oder kann ich die noch nicht machen? Nee, kann ich noch nicht. Wieso kann ich denn keine Schuhe machen? Ah doch! Learned. Cloth Boots. Was brauche ich denn dafür? Habe ich total vergessen. Boots. Fiber und auch Heiz. Na super. Aber wir nehmen erstmal die Heiz für die Betten. Das ist wichtiger im Moment. Finde ich. Level 8 Triceratops. Aber du sagst, durch die Rüstung, die haben, kommt man eh nicht durch, ja? Ja. Also ich glaube, mit der Axt macht man mehr Heid. Ja, ist durchaus möglich. Endlich wird wieder Tag. Also ich... was futtern hier. Was ist das denn? Ein Bär? Und wieso hängt mein Spiel jetzt? Ah, jetzt nicht mehr. Wer ist er denn? Level 40er Phenomia. Ah, die sind schnell. Also, die hauen mehr. Ich bin schneller, also tot. Ja, die hauen ab, die tun dir nichts, die hauen nur ab. Echt? Ja. Aber das ist cool. Weil dann kann ich den ja... Das dauert zwar, aber... Weh, der tut mir doch was. Echt? Nee, nur wehe doch. Nee, der rennt eigentlich nur weg. Alter, der rennt aber schnell, hast du recht. Ja, haha, aber jetzt hat er sich festgepackt. Yay! Hm.
Nein, hau nicht ab, hau nicht ab, hau nicht ab. Alter, der gibt richtig. Ich bin auch gerade, ich guck gerade auf dem Level 68er Fioma ein hier. Alter, denk 23 mal Raw Meat und ich glaube 15 Hides. Nett. Und ich muss mal warten, meine Stamina ist unten. Ja, geilo. Ich flitz damit erstmal wieder zurück, um um die Hides da in die Kiste zu packen, ne? Jo, ich habe auch den gerade platt gemacht, nur auch einen Haufen Hide rausgezogen. Mal gucken, wie viel man dann insgesamt hat. Ding. Habe ich dadurch eigentlich ein Level abgekriegt? Ne. Nee. Aber es müsste jeden Moment soweit sein. Da ist noch ein Diplo. Ist mir eigentlich. Nee, das sind gleich drei. Das sparen wir uns doch mal schön. Ah, da vorne ist noch so ein Gefiech. Ich habe schon wieder Pupkack gemacht. Ihhh. Benimm dich doch mal. Verzieht ich. Die Diplos, die greifen mich an, wenn ich die angreife, oder greifen die mich an, wenn sie mich sehen? Wenn sie dich sehen. Verdammt, dann sollte ich hier mal. Alter, was ist das denn? Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Neuer? Dimorphopon. Ein Flugsaurier. Ein kleines, volles kleine Vieh. Tja, was soll ich sagen? Es ist ein neuer Mob. Entweder ist es ein Flugsaurier oder es ist Manuel Neuer. Genau. So, Hide. Hier. Okay, 24 mal Hide habe ich aus dem 35. Jetzt brauche ich noch 5 mal Hide, dann kann ich ein Bettchen bauen. Ja, die habe ich dabei. Ich hau hier nur noch mal kurz so einen 12er von diesen friedlichen Viechern um. Hoffe ich, heißt das. Kann auch sein, dass der eher mich umhaut. Ach, der haut auch ab. Ach. Hau bloß nicht zu weit ab, weil da vorne sind nämlich irgendwo Dieblos. Der rennt in den Wald. Den verfolge ich nicht. Okay, ich brauche jetzt noch Holz, eine Masse und dann... Scheiße. Welches Level? 64? Ah. Nein! Jetzt hat mich die Diplo von hinten erwischt. Level 60er, ja, schönen guten Tag auch. Ich renn mal. Also, weg. Wie lange verfolgen die mich? Oh, auf jeden Fall genug, dass er noch immer hinter mir her ist. Ja, eine Weile musst du schon rennen. Dann trinke ich nochmal einen Schluck inzwischen kalt gewordenen Kaffee. Apropos Kaffee, ich merke gerade, ich habe meinen an der Kaffeemaschine vergessen. Du Idiot! Vor wie vielen Folgen war das? Keine Ahnung. Ich habe mir auch gerade vor Schiss in die Hose geschissen beim Weglaufen. Das passte sehr gut vom Timing her. Oh, läuft bei dir. Ja, läuft. Flüssig. So, damit ist die Spitzhacke kaputt. Quatsch, nicht die Spitzhacke, sondern die Hatchet. Brauche ich Flint und Thatch für. Na gut, ich komme jetzt erstmal zurück. Das bringt ja alles nichts. Bevor ich noch alles wieder verliere. Ist erstmal der Rückweg angesagt. Was heißen diese Tropfen mit Rot hinterlegt, wenn man das unten rechts in der Ecke hat? Unten rechts in der Ecke? Ach so, ich muss was trinken. Jetzt verstehe ich das. Hab's schon gerallt. Hat ein bisschen gedauert, aber bin ja lernfähig. Ist weg. Naja, unten bei diesen verschiedenen du hast da ein Problem-Symbol. Okay. Und ich bin tired, also müde. Ja, da musst du mal kurz stehen bleiben. Nee, die letzten 5 Meter nach Hause schaffe ich jetzt auch noch. Und jetzt ist es auch auf einmal wieder weg. Also alles gut. So.
Okay, und Bett kann ich jetzt bauen, yeah. Wir haben Tag, also mach ich mal das Feuer aus. Wir wollten ja sparen. Nee, lass mal an, weil ich habe da 20 mal Fleisch reingepackt. Ach so. Zum Braten. Na gut, dann schmeiß ich's wieder an und schmeiß meins dazu. Alter. Das ist eine Menge Fleisch, was wir da jetzt dann haben. So, gut, okay, also du brauchst meine Heiz nicht mehr, ja? Dann mache ich nämlich Schuhe. Weil, guck mal hier, hier steht jetzt so ein altes, abgeranztes Bettchen. Hä? Wo? Na hier, in unserer zweiten Hütte. So, in der zweiten, da war ich überhaupt noch gar nicht drin. Hübsch. Ja. Wie ist das? Kann man nur nachts pennen oder jetzt um den Spawnpunkt zu setzen? Oder das ist nur der jetzt Spawn. Gesetzt? Der ist jetzt gesetzt. Du kannst den, wenn alles du stirbst, dann da spawnen. Ja, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen verminecraftet. ich baue jetzt mal eben ein paar Schuhe und dann mal eben, du brauchst eine komplette Set wieder, ne? Ja, ja, ja. Okay. Okay, haben wir das. Dann könnte ich ja eigentlich weiter Holz farmen, für den anderen Krempel zu bauen. Genau, das mache ich jetzt auch. Ich pack die Rüstungsteile mit in die Kiste, wo auch die Werkzeuge drin sind, ja? Jo. Ach du dickes Ei, ich brauche echt noch viel mehr Fiber. Na gut. Oh, im Ernst? Jetzt muss ich wieder Flint. Ich muss mir mal angewöhnen, immer ein bisschen Flint dabei zu haben, dass ich die. Oh, ich dehydriere. Ich muss mal schnell Salzwasser trinken gehen. Mhm. Ja, da darf man eigentlich auch nicht drüber nachdenken. Rest müsste ich eigentlich auch machen. Ja. Nein, nicht ausmachen. Kann ich ja hier eigentlich schon mal. So. Achso, das ist ja drin, natürlich. Die Charcoal. So. Die Steine brauche ich auch nicht. Und jetzt gehe ich Thatch klopfen. Mal wieder. Oh, ich habe ein Level-Up. Yay! Und dann müssen wir eine Aufnahmepause machen. Eigentlich sogar jetzt sofort, weil wir sind schon wieder bei 23 Minuten. Ich muss mir mal einen Wecker stellen. Dann sag ich mal tschüss. Jo, ciao.